Schur Gorillas und einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr alle am Start seid. Herzlich willkommen, Leute, zu diesem Livestream. Ja, Leute. Wir haben heute das Thema Offroad. Offroad-Tour, Leute. Und oh nein, Alter. Leute, alle mal Hashtag Schmiddy in den Chat, der hier direkt 20 Euro raushaut. Vielen lieben Dank, Schmiddy. Grüße gehen raus an Schmiddy, Dankeschön. Und nochmal, Grüße gehen raus an Elite Gamer mit 99 Cent. Vielen lieben Dank, Jungs. Also ich schätze mal, dass das Schmiddy war, weil, keine Ahnung. Vielen lieben Dank. Oh Gott, ich krieg gerade wieder einen Lachanfall. Muss was trinken. Oh Mann. Schmiddy, nochmal vielen lieben Dank, Digga. Grüße gehen raus an dich. Dankeschön. Dankeschön. Danke auch nochmal an Elite. Vielen lieben Dank, Jungs. Und damit begrüße ich euch zu diesem heutigen Livestream. Herzlich willkommen, Angel Arts Chris. Grüße gehen raus. Jim Button, schön, dass du da bist. Grüße gehen raus an die ganze Familie. Daniel, herzlich willkommen. LJ, endlich mal wieder dabei, nachdem ich die letzten Mal knapp verpasst habe. Hoffe, bei dir ist alles gut. Freue mich, dich zu sehen. Ha, und frohes Neues. LJ, vielen lieben Dank. Freut mich, dass du am Start bist. Squeezy, grüß dich. Marco Delo, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Familie, alles gut. T-Lol, moin, grüß dich. Jorge ist am Start. Herzlich willkommen. Ghost, was geht? Henry, David ist am Start. Packets, Marvin, moin, grüß dich. Jorge, schön, dass du am Start bist. Herzlich willkommen. Loi Kapoi. Etzei. Moin, moin. Entenjäger. Instagram-Stories. Grüße gehen raus. Gorilla, bei dir und der Family alles super. Ja, soweit alles okay. Secret Karim. Hi, grüß dich. Coconut, moin. Sven Asal, herzlich willkommen. LM ist am Start. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Marlon GT, moin, moin, Meister, was geht? Zinobrius, schön, dass du auch da bist. Herzlich willkommen. Mike Elsner, moin, Digga. We Love Racing ist am Start. Ich glaube, Masuka habe ich auch vorhin im Chat gesehen. Grüße gehen nochmal raus an Masuka. Legend, moin, moin. Retrogus, schön, dass du da bist. Leute, Dankeschön für 27 Likes. Vielen lieben Dank. Danke der Nachfrage. Alles gut, hoffe bei dir ist auch alles klar. Ja, soweit alles in Ordnung. Danke der Nachfrage, Marco. Ja, Leute. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wir starten heute eine kleine Offroad-Tour. Ich hoffe, ihr habt Lust.
Shrimpy, Grüße gehen raus. Freut mich, Masuka. Also, erlaubte Fahrzeuge sind heute Offroad-Fahrzeuge, das heißt Autos aus der Geländewagen-Kategorie und aus der SUV-Kategorie. Vorab möchte ich noch eine Kleinigkeit sagen, Leute. In den nächsten ein, zwei Tagen wird euch wahrscheinlich ein Video erwarten von mir. Ich habe eine Garagentour gemacht, eine XXL-Garagentour, wirklich. Also 2 Stunden Videomaterial, also beziehungsweise, nee, 2 Stunden geht das Video. Ich weiß nicht, wer sich das Video geben wird, ja, aber 2 Stunden, wo ich meine ganzen Autos zeige und was dazu sage. Ich glaube, insgesamt waren es 2,5 Stunden Videomaterial, wo ich dann nur eine halbe Stunde ungefähr weggeschnitten habe. Okay, Leute, ich würde sagen, let's go. Stehen wir auf. Gucken wir, was ihr alles so dabei habt. Nice, Henry. So, okay, also 30 Leute in der Sitzung. Es geht los. Mein Auto habe ich schon bestellt. Steht vor der Tür. Marlon. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch das Video anschauen wollt. Das ist eigentlich mehr oder weniger für die Leute auch gedacht, die schon immer meine ganzen Garagen sehen wollten. Und Leute, ey, das war das längste Video, was ich hier gedreht habe, ehrlich. Memoli, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Herzlich willkommen. Angel Arts Chris am Start mit dem BMW X5. Grüße gehen raus. Ich bin heute hier mit dem Yosemite Ranger. Ich finde, das ist ein sehr, sehr geiles Geländefahrzeug. Macht auf jeden Fall Spaß, damit in Gelände zu fahren. Hast du überhaupt noch Platz in deinen Garagen? Ja, Tatsache, Flusswisch. Was ganz, ganz komisch war, ihr könnt mir ja mal ein Feedback hier im Chat jetzt geben. Ich habe meine Go-Karts. Meine Go-Karts sind weg gewesen. Ich weiß nicht, warum die weg gewesen sind. Ich musste die neu bestellen. Ich habe die nicht verkauft. Hey. Naja, also stellenweise ist das Video auf jeden Fall lustig und unterhaltsam. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Sender, moin, grüß dich, herzlich willkommen. Heik, Grüße gehen raus, auch an dich, herzlich willkommen. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut. Ich habe in den letzten Tagen meine Garagen umgebaut, haben sie in Länder sortiert. Oh, das ist auch mal eine Maßnahme. Ich habe versucht, die meisten Garagen so zu ordnen, dass die jeweiligen Kategorien da drin sind. Hast ja eh keine finanziellen Probleme mit deinen... Ja, Flusswisch. 300.000 hast du vergessen. Das ist ein Bug, hatte ich auch schon oft. Okay. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Mikrofon. Ich habe schon ein neues Kabel bestellt. Und zwar hat das irgendwie hinten einen Wackelkontakt. Ich weiß nicht, wer mit dem Scarab da ist, aber das ist kein Geländefahrzeug. Dankeschön. Garagen sortieren bei GTA, ein Mammutprojekt, würde ich nie fertig werden. Marco, ganz ehrlich, ich habe den größten Teil gemacht, als da gab es diesen Teleport-Glitch. Und da habe ich mich von A nach B teleportiert. Es ist auch nicht schlecht, wenn ihr einen Freund dabei habt, der euch vielleicht hilft. Dann macht das auch zusammen mehr Spaß. Aber es zieht sich extrem in die Länge. Ja. Dass du immer was gegen meinen Ripsource. Flagge, was soll ich denn machen, Digga? Der ist bewaffnet. Brauchte letztens auch etwa 2 Stunden, um die Garagen zu sortieren. Also Retrogust 2 Stunden ist völlig in Ordnung, glaube ich. Ist sogar normal. Also ich habe hier einen Wackelkontakt am Mikrofon wahrscheinlich. Da habe ich jetzt ein neues bestellt.
Wahrscheinlich kommt das am Montag oder am Dienstag. So, das sieht doch hier schon mal sehr, sehr nice aus. Hat bei mir, glaube ich, 2 Tage gedauert. Oha, Marlon. Natürlich kommt es auch darauf an, Leute, wie viel ihr schon im Vor... also inwiefern die Autos schon vorher sortiert waren, die Garagen. Hört ihr mich nicht? Boah, Digga, ich habe keine Ahnung. Jetzt dürftet ihr mich wieder hören. Keine Ahnung, woran das liegt. Noob mit Jet, grüß dich. Ja, bis jetzt kann man dich hören. Okay. Zeki, schön. Gorilla labert ununterbrochen. Oh, Schmitty, danke schön. Danke schön. Alles für die Unterhaltung. Boah, Legend, du bist so ein Drecksack, Alter. Ich habe echt gedacht, ich mache mir hier gerade voll die Sorgen. Dalgin, ich meine, okay, der Style, ich feiere den, ehrlich. Weißt du was? Ich lass dich mal damit durchgehen, ja? Normalerweise habe ich wirklich gesagt Geländewagen und SUVs. Aber ich lass dich mal damit durchgehen. Ich hoffe, du kommst überall hoch, weil das ist ein Kompaktwagen. Ich sortiere schon seit Monaten meine Garagen, bin nie zufrieden und fange dann wieder von neuem an. Glaube ich dir, Marco. Sleepsnow, Grüße, Rasenmäher. Grüße gehen raus, herzlich willkommen. Jetzt Nico ist am Start. Hier als Entschädigung ein Keks. Dankeschön. Oh, Retro-Gust. Fuck, fuck. Ist das nervig, Alter. Mann, Mann, Mann. Sollte aufhören, das Billigsachen zu kaufen. Nee, Spaß. Eigentlich gebe ich immer viel Geld für Technik aus. Ich spare da nicht. Ich habe mich angehört wie eine Ente. Sehr gut. Ich gucke mir die Wiederholung an. Okay, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus hier. Wir müssen mehr donaten. Nee, Dennis, alles gut. Alles gut. Chillerboy, Grüße gehen raus, Leon. Ich hoffe, dir geht's gut. War eine Ente. Fuck. Oh, Hoppel habe ich auch hier gesehen. Grüße gehen raus, Ei Hoppel. Hier, duschen, komme ich später vorbei. Okay, alles klar. Okay, Leute, also, wir werden jetzt nicht traditionsmäßig hier links herfahren. Wir fahren hier rechts her. Und wir werden auch nicht durch die Waschstraße fahren, weil die Autos, die werden jetzt wahrscheinlich dreckig. Ich habe aus Reflex mein Brot rausgeholt. Warum das denn? Wie heißt dein Wagen? Dennis, das ist der Yosemite Ranger. Ja. Kein Problem, Leon. Kein Problem. Hast schon gesehen, Red Dead 2 Online kostet 5 Euro. Nee, habe ich nicht gesehen. So, ich glaube, wir fahren rechts her. Wir müssen mal gleich mal was gucken, Leute. Dann müsst ihr mir wahrscheinlich kurz mal helfen. Wo ist denn mein Alter? Der stößt meistens gleich dazu, Chillerboy. Oder besser gesagt, Leon. Also, ich habe hier den Yosemite Ranger. Ich muss ehrlich sagen, macht voll Bock mit dem Wagen ins Gelände. Kann ich euch nur empfehlen. Der hat auch ein bisschen Dampf, ist ganz okay. Ist aber nicht der Beste, muss man auch sagen. Ich
Ach, das meinst du, Flussfisch. Sassin, Grüße gehen raus. Herzlich willkommen. Wie viel kostet der? Also, du kaufst dir den normalen Yosemite Truck und dann kannst du hier den hier bei Benny's aufrüsten oder wahrscheinlich auch in der Arena-Werkstatt. Ich kann dir jetzt aber so aus dem Stegreif nicht sagen, wie viel das Aufrüsten gekostet hat. Wie findest du den Everon? Den Everon finde ich optisch gesehen sehr, sehr schön. Allerdings muss ich sagen, taugt dieses Fahrzeug überhaupt nichts. Also, hat keine Performance, keine Leistung. Deswegen würde ich eher die Finger davon lassen. Optisch gesehen ist das ein sehr, sehr schönes Auto. So, ich warte jetzt hier kurz. So, was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich die Scheiße vergessen. Keine Ahnung. Ihr seid schuld. So, okay. Sie kommen hier. Oha, hier. Legend im Drift sogar. So, okay, Leute. Let's go. Wir fahren jetzt ins Gelände. Ich wollte mich hier nochmal mit euch sammeln. Was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass der Wagen auch gewisse Steigungen ganz gut hochkam. Guck mal hier, ganz langsam hochbeschleunigt. Und ohne Probleme hier hoch. Das kann nicht jeder Geländewagen von sich behaupten. Wir sind keine 2 Meter gefahren, Alter, im Gelände. Okay, also, was man sagen muss ist, das Gute ist, der Wagen, der hat einen guten Radstand, einen kurzen Radstand, was im Gelände ganz gut kommt. Problem ist aber nur, dass der auch mal zur Seite kippen kann. Wenn da auch noch so ein Fettsack wie ich da drin sitzt, nicht so gut. So, einfach folgen, Leute. Ja, man sieht schon, die ersten scheitern. Heute keine Musik, wieso? Musik ist doch dabei. Also die Musik läuft leise im Hintergrund. Hört ihr die nicht? Ja, bitte, hört auf, mich zu verarschen. Sehr, sehr gut. Naja, das klappt doch schon mal ganz gut. Leute, an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für 40 Likes. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für eure Unterstützung, Jungs. Ey, ohne Witz. Bitte, hört auf. Hört auf, mich zu verarschen, ehrlich. Ich hab sowieso Paranoia wegen dem Mikrofon jetzt. Adri14, grüß dich, herzlich willkommen. Hoffe, dir geht's gut. Ich raste gleich aus. Ich raste gleich aus. Block, 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 block. Block Heroes, herzlich willkommen. Ey, warte mal, ich muss mal hier gleich irgendwo an. Ich muss hier irgendwo gleich anhalten. Es geht so nicht weiter. Knacks Kevin, moin, grüß dich. Auch an dich, herzlich willkommen. Ich muss jetzt irgendwo mal anhalten, nach meinem Mikrofon schauen. Kleinen Moment. Hey, Benoy, kannst du mich grüßen, bitte? Grüße gehen raus an dich, Kekko, du Spast. Okay, ich würde sagen,
So. Also wir versuchen jetzt hier den Abend so mit diesen Mikrofoneinstellungen zu überbrücken. Ich hoffe, das klappt. Okay, wir können weiterfahren. Meine Felgen waren nicht so schlau, Tiefbettfelgen im Gelände drauf zu machen. Ja, ich weiß nicht, bei Geländeautos oder Geländewagen würde ich generell schon Geländefelgen drauf machen. Sieht schon cool aus. Was hast du für ein Mikrofon? Das ist das Shure SM7B. Relativ weit verbreitetes Mikrofon. Und seitdem ich hier auch neue Einstellungen habe, bin ich mega, mega zufrieden mit dem Mikrofon. Hört sich ganz, ganz gut an, wie ich finde. Ich habe auch wirklich alle Equipment-Sachen gekauft, die man dazu kaufen sollte. Alles natürlich, um eine gute Qualität abzuliefern. Ich hoffe, die kommt auch bei euch ganz gut an, bis auf die Aussetzer jetzt. Aber das liegt wahrscheinlich am Kabel. Ich denke mal, dass mein Kabel wahrscheinlich kaputt ist oder in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Muss ich mich drum kümmern. So, vorsichtig jetzt hier runter. Leute, mit ganz, ganz viel Gefühl, nicht mit Schmackes. Man merkt schon direkt hier, die ein oder anderen, die waren schon bei einer Geländetour mit dabei. Sehr, sehr schön. So, jetzt passt hier nur auf den Durchgangsverkehr. Oha. Ja, gib Stoff, Junge. Ich will mir eins von Naken holen, weil Streamer nur über PS4, kennst du das? Wie viel kostet das, Chillerboy? Also ich persönlich würde das Rode NT-USB empfehlen für Leute, die über die PlayStation streamen möchten. Ist qualitativ sehr, sehr gut. Hat eine gute Qualität. Und ja, kannst du zur Not auch auf dem PC benutzen. 80 Euro, okay. Also ich bin mir nicht sicher, wie viel das NT-USB jetzt kostet. Ich meine, ich hätte es damals für 150 oder für 180 gekauft. Dürfte aber mittlerweile günstiger geworden sein. Tyler, kein Problem, Mann. Kein Problem, Tyler. Schön, dass du trotzdem vorbeischaust. Auf Ehre natürlich. NT-USB, ganz genau, Leon. Das Mikrofon, das hatte ich früher gehabt. Und ja, ich wollte mich dann halt qualitativ nochmal weiterentwickeln, eine höhere Stufe gehen. Und da war das Shure SM7B, das, was ich jetzt habe, schon eine sehr, sehr geile und gute Entscheidung. Saya, grüß dich. Herzlich willkommen. Hast du dir eine Route ausgesucht oder fährst du einfach spontan wo lang? Elite Gamer, also ich habe eine Route im Kopf. Und also ich weiß grob ungefähr, wo ich herfahren möchte. Aber natürlich kenne ich die Wege jetzt nicht voll und ganz auswendig. Das muss man natürlich auch sagen. Montesino, grüß dich. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. So, guckt euch mal mein Auto an. Fängt an, dreckig zu werden. So gefällt mir das. Dankeschön, Leute. Dankeschön für 66 Likes. Vielen lieben Dank. Und danke nochmal an alle, die neu abonniert haben hier auf meinem Kanal. Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen. Leute, wir machen jetzt hier eine kleine Pinkelpause. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die Autos schon mal so ein bisschen anschauen, die wir hier zur Verfügung haben, die ihr mitgebracht habt. Also, erlaubt waren natürlich SUVs und Geländefahrzeuge. Und wir gucken mal jetzt, was ihr so alles so am Start habt. Oh, sogar ein Outlaw mit Formel 1 Reifen. Packe es. Ich hätte hier vielleicht wirklich Geländereifen drauf gemacht. Die sehen aber ein bisschen schmal aus. Aber guckt euch mal diese Feder an, Leute.
Alter, da hast du einen brutalen Federweg. Schön. Oh, Camacho. Camacho geht immer, Leute. Also nicht Capacho, sondern Camacho. Ist das normal, dass die Gorilla-Maske ein bisschen glitscht? Mit meinen Wangen. Ja, Boss Gaming, das ist ganz normal. Ein Dubster 6x6, auch hier nochmal mit Formel 1 Reifen. Alter Verwalter, sind die riesig. Was haben wir hier? Zwei Leute, die sich hier gerade richtig hart geben. So, was haben wir hier? Ist das der Helion? Ich glaube, das ist der Helion, oder? Oder der ist, wie heißt der, Simonelle oder keine Ahnung. Nee, das ist der Helion. Ich finde, da gibt es ja diesen Simonil, der sieht dem Wagen sehr, sehr ähnlich, wie ich finde. Oh, Caracara. Inforoki. Ich wette, dass du das Auto so, wie hier steht, gewonnen hast. Schreib mal bitte in den Chat, ob das auch so ist. Du hast das Auto safe im Casino gewonnen. Wer ist das? Oha, Henry. Ein Sandking XL. Krabbe ist hackedicht. Inforoki, ja. Das Ding ist, ich hab halt genau den gleichen Caracara bei mir im Nachtclub stehen. Hab den gewonnen und da habe ich auch das gleiche Design bekommen. Oha, Krabbe macht wieder Stress. Da war ja wieder klar. Oha, guck mal hier. Oha, Rocky Balboa. Hab eins nett gefunden für 130 Euro. Wie meinst du das? Oh, Dubster 6. Dubster. Der normale Dubster, sehr schön. Haben wir hier? BMW X5 von Ur. Und der BMW X5 von Angel Arts Chris. Sehr, sehr schön. Bald ist die Gesellenprüfung, Junge. Ich wünsche dir viel Erfolg. Schmiddy, hier mit dem Camacho. Oh, sogar mit Design. Sieht man ganz, ganz dezent. Gefällt mir. Mit neuen Geländereifen. Und hier auch nochmal ein Camacho. Auch. Nee, ohne Design. Wer ist das? Der Hustler. Schön. Dahinter haben wir ein Caracara von Jan. Schön, Jan. Ihr müsst euch aber nicht auf die Autos stellen, Jungs. Nochmal hier ein Dubster 6x6 von David. Grüße gehen raus, David. Jetzt Nico mit dem Camacho. Shane. LM ist auch am Start mit dem Trophy Truck. Und dahinter haben wir noch jemanden mit dem Trophy Truck. Ich weiß nicht, wen der gehört. Den Trophy Truck feiere ich. Dann haben wir hier, oh, noch einen mit dem Yosemite Ranger. Das ist Sniper, du alter Fisch. Er dreht sich. You spin my hair round. Wie kann man beitreten? Erster Link in der Videobeschreibung. Da wird dir erklärt, wie du hier mitmachen kannst. David, hallo, ich habe eine Frage. Wie findest du die Sachen zwischen iRabbix und Gavonna, dass die nicht mehr zocken? David, meine Meinung dazu ist einfach, muss jeder für sich selber wissen, wenn Rabbix beschließt, sich da zu distanzieren, dann hat das so seine Gründe und das sollte man auch respektieren. First Materi, Grüße gehen raus, auch an dich, herzlich willkommen, schön, dass du am Start bist. Siehst du Fisch etwa als Beleidigung? Nein. Aber ein Fisch zappelt auch gerne mal rum, wenn er aus dem Wasser ist. Lustig. So, okay. Auch nicht schlecht. Okay, Dalgin hat es bis hierhin geschafft mit seinem Weevil. Ja, sehr, sehr gut. Haben wir hier hinten auch nochmal ein Caracara. Ich finde den Wagen sehr, sehr schön. Leider zu wenig Leistung. Jorge, Grüße gehen raus an dich, Digga. Noch ein Trophy Truck von Fabi. Fabi, boah, du hast schon sehr, sehr lange dieses Fahrzeug. Ja, Chris, du kannst ja noch ein bisschen hier entspannen und dich auf andere Gedanken bringen. Und dann haust du rein richtig. Marlon, bin kurz weg, schnell ein paar Burger futtern. Alles klar, ich wünsche dir guten Appetit, Junge. Walker, moin, grüß dich, herzlich willkommen. Leute, Dankeschön für 73 Likes. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Dann haben wir hier nochmal ein Camacho und daneben haben wir einen Brawler von Lagge.
Der geht auch richtig gut ab im Gelände. Problem ist bei dem Brawler, dass der Wagen halt eine miese Lenkung hat und das Handling verkackt das Ganze so ein bisschen. Wie lange streamst du heute? Ich weiß nicht, so 2-3 Stunden vielleicht. Mal gucken. McMikey ist am Start. Wie geht's dir, McMikey? Herzlich willkommen. Okay, Leute, es geht weiter. Steigt in eure Fahrzeuge ein, schnallt euch an. Let's go. So, meine Schaufel habe ich auch dabei. So, erstmal einen Schluck trinken. Let's go. Schön mit Gefühl, Leute. Schön mit Gefühl. Gefühl oder Gefühl. Könnte eng werden für den einen oder anderen. So, ich hoffe, wir kommen alle durch das Sumpfgebiet. Alle mal liken bitte, @GA. Dankeschön, vielen lieben Dank, First Materie. Danke für den Support, Jungs. Schön mit Gefühl. Das Schöne ist halt, wenn man so eine Geländetour macht, dann lernt man halt GTA auch von der anderen Seite kennen. Schöne Landschaft auch. Wisst ihr, was ich meine? Also ich feiere das. So, ich rate euch jetzt hier gleich mit Volldampf rüber zu fahren. Damit ihr hier nicht im Wasser versinkt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann man Spenden und Abos auch auf einem PS4-Stream anzeigen lassen? Das kann man so nicht, Chillerboy. Es gibt eine Möglichkeit, das zu umgehen. Aber das ist wirklich sehr, sehr kompliziert, muss ich sagen. Guckt euch mal den Sonnenuntergang an. Dann kommen die ganzen Autos. Sieht mega aus. Wisst ihr, was auch geil ist? Hier so in der Ego-Perspektive zu fahren. So, jetzt wird das Auto richtig schön dreckig. Bin mal gespannt, wer hinterher das dreckigste Auto hat. Also mein Auto hat sogar einen Schnorchel. Ich habe damit sogar Seepferdchen geschafft. Das Schöne ist hier auch an dem Yosemite Ranger, dass die Lichter, die hier verbaut sind, auch alle funktionieren. Falls man die nicht geschrottet hat. Aber eine kleine Frage an dich. Was ist dein Lieblingsauto in GTA 5? Also einer meiner Lieblingsautos ist auf jeden Fall der LG RH8. Ist ein sehr, sehr schönes Tuner-Auto. Feier ich. Der Schnorchel bringt dir aber nichts. Das kann sein. Aber wisst ihr, was krass ist? Ich hatte letztens den Gauntlet Classic Custom gekauft. Und dann habe ich hinten die Wheelie Bar drauf gemacht. Und Leute, das mit der Wheelie Bar, das hat wirklich funktioniert. Also die hat ihren Zweck erfüllt. Und zwar wollte ich einen Wheelie machen und aufgrund der Tatsache, dass ich halt die Wheelie-Bar hinten drauf hatte, konnte ich keinen Wheelie machen. Der Wagen zog direkt nach vorne. Neue Wahl, wer hat das dreckigste Auto? Schmutzking. Mazuka. Das ist ein guter Vorschlag. Boah, das sieht sehr, sehr gut aus, Jungs. Sehr, sehr schön.
Wir müssen jetzt hier wirklich schwer aufpassen. Na, kommst du hoch? Komm, Junge! Jawohl, sehr gut. Sehr, sehr schön. Aber gleich wird es übertrieben. Ja, mein Ziel ist der Mount Chiliad, das ist richtig, aber ich wollte noch vorher den anderen Berg, den großen Berg da besteigen, der da in der Nähe ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so hochkomme. Da brauche ich schon ein bisschen Schub. Let's go! Jawohl! Sehr, sehr schön. Geile Strecke mal wieder. Simon, Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du da bist. Das ist echt eine schwierige Strecke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge. Alter, guckt euch die steile Wand an. Das wird ja immer steiler. Hier müssen wir einen Umweg fahren, das geht so nicht. Kann jetzt Berggorillas zu uns sagen. Oh ne, hier, das ist zu übertrieben. Versuchen es hier rüber. Ah, dann kippe ich nach links. Versuchen einen kleinen Umweg zu fahren, Leute. Oh mein Gott, Alter, ich hab selber meine Knie zittern. Wie heißt das Lied? Müsste jetzt oben links angezeigt werden. Also ich habe ja gesagt, Dalgin, mit dem Käfer hier hoch sei, das wird schwierig. Jawohl! Ich bin echt gespannt, wer überhaupt hier gleich noch hochkommt. Leute, Dankeschön für 86 Likes. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Dankeschön. Nico Neumann, das ist PlayStation 4. Für all die Leute, die hier neu auf dem Kanal sind und noch nicht bei uns auf dem Discord sind, kommt gerne auch in unseren Discord. Der Discord ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kann ich euch nur empfehlen. Da kommen jetzt demnächst wieder ein paar Veränderungen. Wird euch auf jeden Fall freuen, denke ich. Und ja, falls du neu auf dem Kanal bist und dir das Ganze hier gefällt, weißt du auch, was du zu tun hast? Oh mein Gott, Alter. Oh, da sehe ich schon den ersten, der eine Seitwärtsrolle macht. Dalgin, okay. Ich bin mal gespannt, ob du es schaffst. Boah, aber das macht übelst Bock, Leute. Also falls euch mal wirklich langweilig sein sollte und ihr könnt jetzt hier gerade nicht mitmachen, einfach mal einen Berg hochfahren. Oh mein Gott, Alter, geht das tief runter. Dort drüben ist der Mount Chiliad, Leute, rechts von uns. Seht ihr das? Einfach nur geil. Da fahren wir gleich hin. Ich liebe die Geländetouren hier mit euch. Dankeschön, McMikey. Wow, da haben es aber nicht viele hochgeschafft. Wir werden jetzt hier oben eine Rast machen. Falls jemand noch einen Fallschirm braucht, da links ist ein Fallschirm. Oh Leute, das wird gleich richtig heftig hier. Oh, und Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch diese Schlucht an. So, gerne die Lichter einschalten, Leute. Boah, sieht das fett aus. Wie viel haben wir Ingame-Zeit? Okay, die Sonne ist vorhin ja erst untergegangen. Kann noch ein bisschen... Taschenlampe, alles klar. So, okay, gucken wir mal.
Okay. Das sieht schon heftig aus. Also der Plan ist, dass wir jetzt hier so runter, vielleicht mache ich das mit dem Handy. Also Leute, kann sein, dass der Plan auch nach hinten losgeht. So, dass wir hier unten runterfahren. Dann seht ihr da die Brücke, dass wir da irgendwo überqueren, vielleicht auch den Fluss überqueren. Das wird auf jeden Fall krass. Und dann werden wir versuchen, diesen Berg hier hochzufahren. Das wird auch auf jeden Fall nochmal eine Herausforderung. Von diesem Berg aus werden wir dann hoch Richtung Mount Chiliad fahren. Alter Leute, guckt euch diese Aussicht an. Sieht das nicht brutal aus? Sehr schön, Chris. Das freut mich. Ich guck mal, wie viele Leute hier schon angekommen sind. Ihr müsst halt gleich wirklich aufpassen, Leute, wenn wir runterfahren, dass ihr da genug Abstand hält zu euren Vorderleuten. Okay, also ein paar Stück haben es hochgeschafft. Da kommt noch jemand. Wer ist denn das? Ich glaube, das ist Fabi. Ne, das ist LM. Sehr gut. Wo ist der Rest? Ah ja, die kommen hier nach und nach. Da haben wir noch einen Nachzügler. Ah ja, okay. Wow, gut. Oh, der hat hier aber einer Schwierigkeiten, hier hochzukommen. Oh, Retroguss. Aber krasses Krabbe, bist du hier mit dem Weenie gefahren? Oder wie heißt der Wagen nochmal? Winky? Alter Verwalter, Respekt, dass du mit dem Ding hier hochgefahren bist. Albo schreit, geile Strecke. Freut mich, dass es dir gefällt, Mann. Dankeschön. Genau im Gelände mit wenig Druck. Okay, ich hoffe, ihr seid startklar, Leute. Es geht weiter. Es geht weiter. Wirklich, Leute, mit Gefühl. Bestimmt werde ich jetzt hier voll verkacken. Hab Krabbe geholfen, schreibt Toro. Ehre, Digga, Ehre. Mit Gefühl, wirklich, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab Angst. Also hier die Strecke können wir auf jeden Fall öfters fahren. Block Heroes. Yeet. Schön mit Vorsicht genießen, Leute. Der Plan ist, anzukommen. Ist nicht schlimm, David. Ist nicht schlimm. Wisst ihr, was fies ist? Einfach jetzt stehen zu bleiben. Einfach jetzt stehen bleiben. Oh, Albo. Oh, Albo, Junge. Oh. Schön mit Vorsicht, Leute. Der Outlaw, der hat hier richtig gute Karten. Oh mein Gott, Alter. Komm, wir gehen auf Nummer sicher. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir gehen auf Nummer sicher, wir gehen auf Nummer sicher. Oh, Junge! Fast hat sich ein Überschlag gemacht. Uff. Junge! Nee, nee, das ist Taktik von mir. Seht ihr, ich fahre rückwärts hier runter. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Habt ihr gesehen? Das war Taktik. Das war Taktik. Was ist los bei euch da oben? Ja, Leute. Ach, der Outlaw, der war sogar Offroad King. Das ist sehr geil, Simon. Man muss ja sagen. Oh, 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 oh.
Man muss ja sagen, die Geländefähigkeit. Ist sehr gut. Also, so macht ihr das nicht. Mal gucken, wie der jetzt hier runterkommt. Albo, 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 Albo. Und Vorsicht! Weg! Weg hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber, Leute, der Plan hat funktioniert. Wir überqueren nämlich jetzt die Brücke. Also noch sind wir in unserem Zeitplan. Bei mir funktionieren noch alle Lichter. Wie viel haben wir Ingame-Zeit? 1.45 Uhr jetzt. The Beast, servus, herzlich willkommen. Ich glaube, wir machen hier eine kleine Rast. Hier links. Leute, Free Park, kreuz und quer frei Schnauze. Sieht man vielleicht hier irgendwo noch? Man sieht da noch Leute runterfallen. Tatsache, da, da, da. Und. Drei Likes noch. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Leute. Vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön. Und nochmal danke an die Leute, die hier neu abonniert haben. Und Leute, wir haben über 100 Likes hier auf den Stream erreicht. Vielen lieben Dank, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Eskalation in dem Chat. Ihr dürft jetzt alle Emotes raushauen, die wir hier haben. Haut raus die Scheiße, Leute. Let's go! Oh mein Gott. Als wäre heute Silvester. Geil. Sehr schön. Ich fühle mich gerade wie bei Minecraft. Kleine Taschenlampe brennt. Vielen lieben Dank, Leute. Dankeschön. Was ist denn da los? Lul. Legend und Fabi, was habt ihr vor? Sehr, sehr schön. Schmiddy wieder hier halbnackt rum. Einmal hier rein verpassen. Einmal reinschießen. Der übertreibt direkt. Türkische Hochzeit oder was? Okay, Leute. Let's go. Wir ziehen weiter. Sabermann, schön, dass du am Start bist. Herzlich willkommen. Der Greater ist auch am Start. Ich hoffe, dir geht's gut. Grüße gehen raus. Guck mal deine Punkte an. Was macht ihr da oben? Was habt ihr jetzt vor? Body Slam! Oh mein Gott. Wow. Und jetzt kommt Fabi. Oh mein Gott. Fabi, let's go! Geil. Oh mein Gott. Arschbombe. Boah, Alter, das hat richtig geknallt. Danke, Camillo. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Danke der Nachfrage.
Lass uns weiterfahren, Leute. Let's go. Wenn man auf Montage keine Küche hat und Dosenravioli in dem Waschbecken warm macht. Oh, Digga. Tut mir leid für dich. Ich hoffe, wir können dir mit dem Stream ein bisschen ein Lächeln im Gesicht zaubern. It's Nico, 300 Stunden, Junge. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Schon 300 Stunden auf dem Kanal verbracht. Ehre, Mann. Vielen lieben Dank. Feier ich. Oh mein Gott, Alter, wie kommen wir jetzt diesen Berg hoch? Also wir fahren jetzt einmal so um den Dreh und dann können wir da hochfahren. Dafür sind die Kollegen nice, trinken mit dem Bauleiter abends immer ein Bier, lol. Okay, Leute. Oh Mann. Oh, das sieht hier auch geil aus mit den Wäldern, ne? Stellt euch vor, wir begegnen jetzt hier einen Bären. So wie bei Red Dead Redemption. 15 Stunden gearbeitet. Huch, ich bin kaputt. Boah. Simon, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Feierabend. Genieß den Stream, Junge. Don Camillo, hau rein. Schön, dass du auch da warst. Okay, Leute. Konzentration, Konzentration. Der Berg ruft. Wir müssen hoch. Ich glaube, das wird eine der heftigsten Geländetouren, die wir überhaupt gemacht haben. Genieße den Stream. Ehre. Ehre, Greater. Mit Popcorn. Das ist auch eine schöne Strecke, ne? Guck mal, gleich könnt ihr rechts runterschauen. Sieht richtig nice aus. Und oh, die Sonne müsste jetzt aufgehen. Jawohl. Boah, Leute, das gibt jetzt einen Anblick. Sehr, sehr schön. Gibt es später noch eine zweite Lobby? Ja, Marlon, auf jeden Fall. Ihr kennt mich doch, Leute. Oh, Leute, jetzt passt auf. Jetzt geht die Sonne auf. Das wird so geil aussehen. Lasst uns mal kurz hier warten. Irgendwo hier. Kurz anhalten. Und einfach den Sonnenaufgang genießen. Der Brücke dort drüben. Noch ist der Mond da. Was ist das für ein Auto? Das ist der Yosemite Ranger. Ist die Custom-Variante vom Yosemite. Guckt nach vorne, Leute. Sieht das nicht schön aus? Oh ja, jetzt geht die Sonne auf, Leute. Guckt euch das an. Mitteilung folgt. Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut. Maurice, du bist der Beste. Nein, du bist der Beste. Okay, Leute, let's go, let's weiter. Guckt euch das an. Sieht das nicht geil aus hier?
Oh mein Gott. Selten mal Philipp. Wir stehen eher aus einer PS4-Community. Ach so. Okay. Dankeschön. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Leute, die auf dem PC unterwegs sind. Wir haben auch eine PC-Fan-Crew. Wer möchte, kann da rein. Dankeschön, Rico, freut mich. Hauptsache, Gorilla liest meine Antwort an einen anderen Zuschauer, aber nicht meine Frage an ihn. Sorry, Sarah, was hast du geschrieben? Boah, guckt euch das an. Oh mein Gott. Schön. Gorilla ist der Echteste von den Echtesten. Du bist sogar echter als Diamant und Platin zusammen, weil dein Herz uns im Herzen reicht. Mach, weil du ein loyaler Mensch bist. Vielen Dank, Mann. Simon, danke für diese netten Worte. Ehrlich, Dankeschön. Absolute Ehre. Vielen, vielen Dank. Es geht hoch. Oh, guckt euch den Himmel an. Sehr, sehr schön. Hab gefragt, ob es dir jetzt besser geht. Hörst dich schon viel besser an. Also, es geht mir teilweise auf jeden Fall viel besser als vorher, definitiv. Ich bin noch nicht ganz über dem Berg, muss ich ehrlich sagen. Aber das will ich jetzt hier nicht die ganze Zeit euch unter die Nase binden. Es gibt da noch ein paar mehr Sachen, die aufs Gemüt schlagen. Aber wie gesagt, das will ich euch nicht unter die Nase binden und alles gut. Boah, sieht das schön aus. Akku leer. Jetzt aber. Jawohl. Schön. Ich hatte mal eine Frage. Wer kann mir welches Handy bis 500 Euro empfehlen? Also First Material, ich glaube, iPhone SE ist eine gute Wahl. Auf jeden Fall, Simon. iPhone SE ist eine gute Wahl. Oder wenn du Android suchst, OnePlus. Samsung Galaxy A51 ist ganz gut, schreibt Sava. Wahnsinn, Leute. Also von mir aus braucht die Geländetour nicht mehr aufzuhören. Also wir haben hier wirklich schon einen sehr, sehr großen Teil absolviert, Leute. Und überlegt mal, Leute, wir sind mit dem LKW hier hochgefahren. Wisst ihr noch mit Simon?
Deine Dankbarkeit, Gorilla, ist wertvoller als alles andere auf der Welt. Deine Dankbarkeit würde ich gerne in den Händen halten und spüren und ehrenvoll schützen, aber man spürt es extrem im Herzen. Dankeschön, Simon. Vielen lieben Dank für die netten Worte, ehrlich. Alles, was ich hier sage und mache, kommt von Herzen. Und ich bin für alles dankbar, Leute. Dankeschön. Wirklich. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir sind gleich da. Oh mein Gott. Danger. Okay, Leute, verteilt euch schon mal. Oder ihr könnt Fahrtrichtungen hier so parken. Erstmal die Beine vertreten. Alter Verwalter, was war das eine Tour? Kann jemand mir ein gutes Streaming-Setup empfehlen im Wert von 500 Euro? Schwierig zu sagen, Elite-Gamer. Ist schwierig zu sagen. Info-Rocky steckt fest. Bildschirm und Tastatur habe ich schon. Also für Anfänger, ich weiß nicht. Da würde ich schon so einfach ein Rode NT-USB empfehlen als Mikrofon. Und ja. Ist aber eher schwierig. Also Mikrofon ist schon mal die halbe Miete. Alter, ich liebe die Sicht auf die Wüste und die City von hier. Für 500 Euro, schau mal bei Wish. Ich würde sagen, Stream Deck sowieso oder dann schon circa 100, dann ein Mic und was noch. Ich weiß nicht, Stream Deck kostet mindestens so 150 Euro. Also das, was ich habe, kostet 150. Puh, was brauchst du noch? Also Greenscreen habe ich auch noch, der kostet auch 150 Euro. Dann, also wie gesagt, Mikrofon schätze ich auch mal bei 150 Euro. Gute Kopfhörer würde ich eventuell auch noch kaufen. Ja, ich würde generell nur Elgato Sachen kaufen. Finde ich jetzt am besten. Also das ist jetzt kein Product Placement oder Werbung. Aber das sind halt die Sachen, die ich verwende. Ich spare noch ein Jahr bis zu 1000 plus dann, lol. Facecam willst du noch nicht? Ja, ist auch kein Muss, glaube ich. Also am Anfang eh nicht. Ich würde halt immer erstmal klein anfangen. Mit den Utensilien, die man zur Verfügung hat. Und da ist schon ein gutes Mikrofon, ein guter Anfang. Bin auf dem Dach. Alter Fabi, wie hast du das geschafft? Lol. Also ich bin ein richtiger Qualitäten-Nerd. Was? Wo kommt der denn jetzt her? Also ich muss, guck mal, ich muss sagen, also das Mikrofon, was ich hier habe, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das kostet 400 Euro. Alleine hier der Mikrofonarm, den ich hier habe, der kostet, hat der 80 oder 180 Euro gekostet. Dann habe ich hier noch ein Streaming Deck, was auch so um die 150 gekostet hat. Dann habe ich noch ein Mischpult, was 350 gekostet hat.
Dann habe ich hier noch Mikrofonverstärker, was 150 gekostet hat. Boah, die Monitore, da bin ich locker bei 500 ungefähr. Dann, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro, dann noch PC und ein paar Kleinigkeiten. Okay, Leute, wir machen jetzt hier eine Fahrzeugbewertung von hier oben. Wie viel haben wir in-game? 11.30 Uhr. Ihr habt Zeit, bis 13 Uhr euch hier für das beste Auto zu entscheiden. Dein Herz macht uns im Herz reich. Deine Anwesenheit mit Erlebnissen, die wir zusammen haben, ist viel schön und wahr zu sein. Aber du machst es wahr mit uns allen. Ich werde dir auch dankbar sein. Dankeschön, Simon. Vielen Dank. Ihr wisst, ich mache das gerne, Leute. Und da gibt es viele tolle Momente, die wir hier so als Crew zusammen alle hatten. Feier ich. Andere haben ein Schlagzeug im Wert von 1.500 und du ein Streaming-Setup. Ja, 1.500 ist noch wenig, Rainer. Also ich habe hier wesentlich noch mehr Sachen bezahlt. Auch die Kamera, die kostet alleine 1.000 Euro. Keine Ahnung, Alter. Also die hat 1.000 Euro gekostet. Und ja, ich würde mir gerne dieses Jahr dann, also ich würde gerne für Streaming dann einen neuen PC noch kaufen. Da spare ich dann halt irgendwo drauf hin. Aber das wird wahrscheinlich erst Mitte des Jahres, weil ich habe jetzt Anfang des Jahres ein paar Sachen, die ich bezahlen muss und die sind wirklich heftig. Die waren nicht abzusehen, sagen wir mal so. Aber ich schätze mal, bis Mitte des Jahres hoffe ich, dass ich mir dann einen PC kaufen kann. Okay, entscheidet euch, Leute. Ich gucke jetzt nochmal nach Crew-Anfragen, Rico. Kein Problem. Guck mal, das Ding ist halt, Leute. Ich bin irgendwo ein Technik-Freak auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es einfach, wenn ich nach dem Stream mir nochmal ein paar Highlights anschauen möchte von dem heutigen Stream zum Beispiel, dann will ich das einfach auch in guter Qualität sehen. Kaufst du dir dann einen PC von Eraser? Nee, Simon, ich werde mir wahrscheinlich einen selber bauen. Also ich werde die Bauteile alle kaufen. Ich werde, glaube ich, auf ein Setup scheißen, weil der V8 muss kommen und sowas ist tausendmal besser. Da gebe ich dir recht, Schmidi. Es gibt gewisse Sachen im Leben, die muss man einfach erlebt haben. Und die Erfahrung auch mal ein V8 gefahren zu sein oder gehabt zu haben, ist schon geil. Ich kann dich da auf jeden Fall verstehen. So, der Gamerlord. Anfrage ist richtig, wurde angenommen. Alle, die Anfrage richtig gemacht haben, wurden jetzt auch angenommen. Retro-Guss, nice. Ich werde mein ganzes Geld in meinen Golf stecken, okay. Anfang des Jahres ist es eh... ist jedes Jahr einfach heftig. Das stimmt. Aber das, was... also es gibt eine Sache, die bei mir schon seit über einem Jahr läuft. Eine heftige Sache. Und ja, die hat jetzt bei mir richtig heftig eingeschlagen, was richtig teuer wird. Aber ja, so ist das Leben. Nichtsdestotrotz, wir gucken jetzt mal. Obwohl, jetzt mal abgesehen von deinem Job, verdienst du Geld durch die Streams oder eher durch die Donation im Stream? Ich bin ganz ehrlich, Elite Gamer. Ich würde sagen, 98% verdiene ich nur durch Donations. Also im Prinzip entscheidet ihr darüber, ob ich was verdiene oder nicht. Weil die Werbung, die ich in meiner Größe erhalte oder so, da würde sich keiner dran setzen. Guck mal, ich habe ein Beispiel. Ich habe ein Video gedreht. Russische Mafia hieß das. Ich zeige euch das jetzt, ja? Ich zeige euch das ganz einfach. So, Moment.
Videos. So. Also hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So, russische Mafia. Tuning-Treffen, da habe ich einen Cinematic gedreht, ne? Also, ich kann euch sagen, so rund 12 Stunden Arbeit stecken da drin. 12 Stunden Arbeit, okay? Jetzt werde ich euch zeigen, wie viel ich mit diesem Video verdient habe, okay? Umsatz seit Erstellung. So, Moment. Hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe $7 damit verdient, ja? So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das so ist. Und dieses Video, sage ich mal, hatte knapp 8000 Klicks. Und ich mache jetzt auch keine übelsten Klicks oder so. Auch mein Crew-Video, ne? Gucken wir mal das Crew-Video, was ich zuletzt gemacht habe. Ich zeige euch das. Zeitraum seit Erstellung. Guck mal, mein Crew-Video, Crew-Auto und Crew-Outfit. $2,85. So, und jetzt sag mir mal einer, wer sich dann freiwillig hinsetzt und zig Stunden an Arbeit da rein investiert und so ein Video macht, was 2 Euro oder 7 Euro dir bringen. Das ist echt ein Witz, aber es ist nicht schlimm, weil ich mache das mit Leidenschaft. Ich mache das mit Leidenschaft. Ich liebe diese Videos, die ich selber mache. Und da steckt ganz, ganz viel Liebe hinter. Und zum Beispiel, guck mal, ich habe mich ja jetzt ein Video dran gesetzt, das geht über 2 Stunden, 2,5 Stunden. Wenn es fertig ist, hat es wahrscheinlich 2 Stunden, okay? Und ich sage euch ganz ehrlich, mit dem Video werde ich vielleicht $5 verdienen. Sagen wir mal $5, ja? Der Aufwand da dran, ihr müsst euch überlegen, ein Video zu schneiden, was über 2 Stunden geht, ja? Dauert mal locker 3-4 Stunden, mindestens 4-5 Stunden. So, und dann musst du das noch hochladen und bearbeiten und allen drum und dran, ja? 10-15 Stunden bist du da dran. Aber das sind halt so Sachen, entweder machst du es, weil du dahinter stehst, weil du es liebst, weil es dir gefällt. Oder du machst es halt wegen Geld. Da kostet das Bier und die Wurst, die du nebenbei isst, mehr. Ja, ist auch so. So, wenn man wirklich aufs Geld guckt, dann macht man das nicht wegen dem Geld. Also ich zumindest nicht. Weil wenn das Thema Geld mich in dem Sinne so sehr reizen würde, dann würde ich das nicht machen. Lol, Säcki, Alter. Ernsthaft? Digga, wie hat er das da hochgeschafft? So, okay, 3 Leute hier, 2 da. Hast 20.000 Abos schon bemerkt? Also, dass wir 20.000 erreicht haben, ja, ich weiß, aber das hat jetzt nichts an der Zuschauerzahl für mich geändert oder so. So, wir haben einen Gewinner, der Besitzer von diesem Camacho hier. Frechheit, mach du mal Umsatz in der Branche bei einem Lockdown. Bruder, die Preise kommen nicht ohne Grund. Hä, Schmidti, was meinst du jetzt? Bin mal auf, muss ich etwas ranhalten, damit ich nach Hause komme, in der ich übernächsten Lobby dabei bin. Alles klar, First Materi, schön, dass du da warst, Mo. Hau rein. Grüße gehen raus an dich.
Glückwunsch, Nico. Best of Show. Nico, was wollen wir machen? Komm, darfst du ein Spielchen aussuchen? Währenddessen steigen wir hier in die Autos rein, Leute. Wir ballern jetzt hier alle zusammen runter. Ey, long time. No see, tut endlich gut wieder, einen Stream von dir zu schauen. Commander Laser, Grüße gehen aus, Dankeschön. Angel Arts Chris, hau rein, schön, dass du da warst. Jetzt gucken wir mal dieselben Idioten zu. Ach was, ich bin so dankbar, dass wir so eine stabile Community haben. Mit solchen tollen Leuten, ehrlich. So, nicht bewegen, Leute, wirklich. Ihr dürft hier wirklich nichts mehr bewegen. Wo fahren wir denn hin? Sava, ebenso. Oh nein, Nico, ich rede jetzt entweder von Rennen fahren oder einen Job spielen. Leute, ihr dürft euch nicht mehr bewegen. Ich werde jetzt hier ein Rennen starten, von hier aus. Und wenn ihr euch bewegt, werdet ihr direkt von Anfang an disqualifiziert. Fahr mal tanken, dann sind dir die 5,10 Euro egal. Lol. LTS, okay. Wir machen gleich ein LTS. So, ich lade euch alle zum Rennen ein, Leute. Ihr dürft euch wirklich nicht mehr bewegen. So, okay. Spontanes Rennen. Alle Spieler in Reichweite. Was das Schöne daran ist, du machst es nicht für Geld, sondern du machst es als Hobby, Leidenschaft. Aber weißt du was, das Heftigste als 20k YouTuber sollte nicht blöd klingen, mit Liebe süchtig donaten. Das ist auch krass. Das ist auch sehr, sehr krass. Was ich auch so heftig finde, ist halt, wie gesagt, die Community, die so hinter mir steht und die mich so unterstützt. Und ich sag ganz ehrlich, wenn ihr nicht da wärt, dann könnte ich das Ganze so nicht machen, wie ich es mache. Es ist einfach so. Und das ist Real Talk. Ich brauche euch nicht irgendwie Honig um Maul schmieren oder sonst irgendwas. Es ist einfach so. Ich würde lügen, wenn es anders ist. So, ich hoffe, ihr seid startklar. Und nicht vergessen, erst Gas geben, wenn da Go steht, okay? Oh, Digga, ich bin so hohl, Alter. Warte, ich muss nochmal neu machen. Noob Bike? Bananeneimer, lass dein Noob-Bike weg. So, ich lade euch nochmal ein, Leute. Macht euch startklar. Sogar der Werkschutz wart das dabei. Scheiß auf die Explosionsgefahr. ESF im Chemiewerk und das ist in der Nähe von Anlagen. Handys sind sehr verboten. So, der Bauleiter hat sein Handy trotzdem immer dabei. Die besten von mir ist aber oben. Lol. In dieser Abo-Anzahl kriegt heutzutage niemand so viele Donis wie hier. Mal so Real Talk. Warum ist das so? Wenn man einen Menschen liebt und respektiert, macht man es von Herzen und nicht aus Bedingungen. Vielen Dank, Simon. Dankeschön. Bei dir weiß und spürt man einfach, dass du das alles aus Leidenschaft machst. Dankeschön, David. Vielen Dank, Mann. Könntest du auch mal wieder machen, so einen Real Talk Stream. Stimmt, Masuka. Let's go! Oh mein Gott, oh mein Gott. Gleich macht es Boom. Nein! Nein!
Jawohl. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Fuck. Wer sitzt denn neben mir? Thomas, hallo, grüß dich. Herzlich willkommen, Thomas. Lol. Sniper hat Schmidti gekillt. Thomas, der Leon hat schon nach dir gefragt. Hallo Nico. Oh Mann, Alter. Was habe ich hier gemacht? Oh mein Gott. Da brennt einer. Schnell weg. Wisst ihr, was lustig gewesen wäre? Wenn ich gesagt hätte, okay, wir fahren jetzt alle den Weg wieder zurück. Oh! Wir fahren jetzt alle den Weg wieder zurück. Wer hat sich den Weg gemerkt? Isetin, grüß dich. Oh mein Gott, Alter, was ist denn los? Spring, spring! Oh. Wer fährt denn schon über die Straße? Oh Mann, Alter. Memoli, schön, dass du da bist. Oh Gott. Was mach ich denn? Weg, Junge. Nein. Oh mein Gott, wer hat gewonnen? Oh, Pakis hat gewonnen. Ich hol mir noch ein bisschen Obst hier. Hallo, ich hätte gerne eine Banane. Okay. Ich komme trotzdem noch zu euch. Das ist auch eine geile Strecke hier mit Geländefahrzeugen. Geronimo! Wow. Nee, sie, also Greater, das mache ich nicht. Also mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug niemals. Nee, nee, nee. Lieber nicht. Da muss ich nochmal mit meiner Lebensrisikoversicherung sprechen. Dennis hat mich gezwungen, vorbeizuschauen. Crony, du musst hier nicht vorbeischauen, wenn du das nicht möchtest. Oh mein Gott. Gleich habe ich es geschafft. Hey, Speed, Grüße gehen raus. Ja, jetzt habe ich das Ziel erreicht. So, okay, Leute. Was nehmen wir denn?
Ehre, Simon. Komm, wir spielen noch mal. Nee, nicht hoch. So Leute, ich lade euch ein. Let's go. Alle aus der Sitzung und meine Crewmitglieder. Let's go. Kennst du mich noch? Dein Name sagt mir was. Mike Mikey. Nein, Leute, über Geld spricht man nicht. So, einer kann hier noch beitreten. So, let's go. Oha, Tatsache, die Beschreibung von diesem Dings. Dalgin, Alter. Direkt mal Screenshot machen. Guck ich mir gleich nochmal an. Guck mal, was da oben einfach steht. Thanks, Cockstar, for zero support. Help online plus in creator through all the years. Now they take a dump on OG players trying to make money and... Oha, Digga. Der hat aber richtig auf die Scheiße gehauen. Oh shit, Alter. Post dich nachher mal in Discord. Oh nein, scheiße, Leute. Es ist dunkel. Also den Job müssen wir auf jeden Fall nachher liken, Simon. Schaltet die Lichter aus, Leute. Schaltet die Lichter aus. Ja. Was ist denn hier los? Das war knapp. Aua! Weggesessen. Jonas, möchtest du dir ein Timeout kassieren hier im Chat? Leon, dein Vater ist doch schon hier im Chat. Hast du ihn noch nicht gesehen?
Luca Baum, das tut mir natürlich leid für dich. Oha, Thomas ist im Chat, im Spiel. Das tut mir leid für dich, Mann. Das tut mir leid für dich, Junge. Alter, das backt übelst rum. Luca Baum macht hier nichts draus, Digga. Ich hoffe, dass die Zeit für dich schnell vorübergeht. LM, warum fährst du nicht? Och Mann, ich treffe hier gar nichts. Immer diese Pay to Win. Nee, Sarah, hier kannst du dir nichts kaufen. Ernsthaft. Ohne Witz. Das gibt's doch nicht. Komm schon, Säcki, die Straße verliert nie. Doch, die Points zu Weihnachten. Nein, mit den Points kannst du hier nur flexen. Du kannst dir aber davon nichts kaufen. Aber Thomas. So, jetzt lege ich aber hier los. Jim! Und auf die Bretter, auf die Bretter! Okay, Thomas ist weg vom Fenster. Jetzt aber, komm schon. Ja! Ja! Dalgin, ich hab dich gekriegt. Ja! Ja! Dankeschön, Luca Baum. Ja, das mit den Holzpaletten ist echt geil. Habe ich ihn getroffen? Ja, Chris! Hab dich, Junge! Dalgin, das war Glück. Oh Leute, wir haben gleich 150 Likes erreicht. Ich danke euch für den Support, Leute. Vielen lieben Dank, ehrlich. Es waren nur noch 30 Sekunden. Mein Gott, also ich spüre so ein leichtes Ruckeln. Ja, ich habe ihn getroffen. Ja, nochmal einen getroffen. Oh, geil.
Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, Alter, die werden ja richtig rasiert. Was ist denn in der Richtung? Warum zielt ihr alle dahin? Ich wollte schon sagen. Fuck! Hallo Timo, fühle, wie du Spaß hast. Ja, mit deiner Mutter. Alter, wir stehen richtig gut da. Ohne Witz. Jan, grüß dich, herzlich willkommen. Timo, bei uns alles gut, ich hoffe bei dir auch. Wie war die Konsistenz? Oh, Fabi. Pass auf, ey, das wird gleich hier richtig kritisch. Kommt da nach einer Lobby? Ja, hier kommt noch eine Lobby. Aber frag mich bitte nicht nach dem Thema. Sehr gut, Timo. Das ist mein Junge. Grüß dich, Dennis. Nee, heute mache ich keinen TÜV-RP. Ich guck mal, was wir machen. Oh, oh. Guck mal, der Dalgin da unten. Boah, Junge. Feuerwehr ist auch da. Man glaubt es kaum. Arme Feuerwehr. Wenn auf Streife oder Officer Gorilla kommt, dann schmeiße ich die PlayStation noch an. Timo, nö, sag ich nicht. Also das finde ich kacke. Also entweder ist man dabei. Weil man dabei sein möchte. Und nicht, weil bestimmte Sachen immer kommen. Ich will halt, Leute, gewisse Sachen auch einfach nicht so oft machen. Weil dann verliert das an Gewicht, an Wert. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das nicht so geil. Dann ist es auch nichts mehr Besonderes. Alter, wen jagt ihr denn da? Hunter-Mods. Jawohl. Oh, der kriegt aber voll auf die Nuss. Sehr gut, LM. Okay, Leute, neue Sitzung wird eröffnet. Straße halt, ja, Sek. Lasst dem Job ein Like da, Leute. Lasst dem Job auf jeden Fall ein Like da. Damit der Ersteller Props rausgehen an den. Mr. 404, Grüße gehen raus. Oder 404. Ich komme ja schon. Timo, lass dich nicht zwingen. Dankeschön, Leute. Vielen lieben Dank. Wir haben 150 Likes erreicht. Bin euch sehr, sehr dankbar. Dankeschön.
So, ich werde jetzt hier eine neue Sitzung eröffnen. Kawaii, moinsen, wie geht's dir? Okay, Leute. Gehen wir rein. Sitzung wird eröffnet. Grüße alle stillen Supporter. Ehre. Dankeschön, McMikey. Die gibt es auch. Die stillen Zuschauer. Ich weiß nicht, ich habe so ein Geländerennen erstellt, was so komisch ist. Ab und zu mal wortwörtlich auf Gelände ohne Straße, die das. Lüle. Jetzt kann es meinem Vater sagen, was sie. Ich mir für ein Mikro wünsche. Ja, also Thomas, der Leon wünscht sich ein Mikrofon, so wie ich das damals hatte, vor einem Jahr oder so war das. Rode NT-USB. Mein Internet. Okay, Leute. Gar nicht gesagt, habe eine schlimme Krankheit, aber wenn ich deine Streams gucke, geht es besser. Kawaii, ich wünsche dir gute Besserung und mich freut es, dass es dir dadurch ein bisschen besser geht. Ehrlich. Freeze FN, moin, herzlich willkommen. Oh nee, keine Motorräder bitte. Alter, wie ist der Krabbe schon in der Sitzung, ey? War der vor mir in der Sitzung? Jagd den Gorilla haben wir doch letztens erst gemacht. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen Gorilla um den Block. Seid ihr einverstanden? Yo, Gorilla, bist einfach der allerbeste Streamer bei Gott. Deine Streams sind immer so gut zum Runterkommen und so entspannt. Alles best für die Zukunft. Mach weiter so. Dankeschön, Elite Gamer. Freut mich mega. Wenn er nur die Hälfte Abos hätte wie du letztes Jahr, bekommt er eins. Thomas. Gerade eine YouTube-Nachricht. Richtig unsympathischer Eindruck. Dankeschön. Also ich weiß nicht, so ein Mikrofon, so ein gutes Mikrofon für 150 kann man investieren. Schmidt, ich werde gleich erklären, was Gorilla um den Block ist. Und zwar, was ist Gorilla um den Block, Leute? Ihr bringt ein Fahrzeug, was eurer Meinung nach den besten und den lautesten Klang hat hier in-game. Und dann fahren wir damit einmal um den Block. Und dann könnt ihr einmal richtig damit demonstrieren und Vollgas geben, okay? Woher so viel Geld? War nicht günstig. So, was soll ich da nehmen? Also ich, nee, warte, ich halte mich da eigentlich raus. Ich halte mich da raus. Ich glaube, wisst ihr was? Ich nehme mal einen Heli. Ja, ich nehme mal einen Heli. Ihr könnt jetzt schon mal mit einem Auto Richtung Los Santos Customs fahren. Du kommst mit E-Auto. Alles klar, Schmidt. Kann man mitmachen. Ja, der erste Link in der Videobeschreibung.
Soll ich ne? Ich muss mir nämlich jetzt was aussuchen. Ich bin am Überlegen, Leute. Welchen Tunnel nehmen wir? Sollen wir den am Militärgelände nehmen? Also unterm Militärgelände? Oder oben beim Observatorium? Alter, was ist das für ein Nebel? Oh mein Gott. Beim Militär? Observatorium. Ja, okay, Leute, dann treffen wir. Und Chilliard. Also, ihr bringt... Oh, guck mal, wie schön. Bringt bitte ein Fahrzeug, was einen richtig lauten Auspuffklang hat, okay? Alter, schönes Wetter. Hoch zum Observatorium. Kann es Turbo haben? Ja, Henry, kann haben. Das ist kein Problem. Wir treffen uns erstmal am Observatorium oben. Und zwar hier, würde ich sagen. Ja, der Frankenstrange von Krabbe. Wie machen das so, Krabbe? Du überreichst mir mal dein Fahrzeug. Nee. Lass dich mal in dein Fahrzeug rein. Wie viele Abos hattest du vor einem Jahr? Oh, das weiß ich gar nicht. So, okay. Ja doch, wir fahren von hier aus direkt. Wird eh keiner kommen, weil sich keiner für dich interessiert. Okay. Sehen wir jetzt Raid. Okay, sehen wir jetzt. Also du sagst, interessiert sich ja keiner. Werden so viele kommen, wie deine Mutter schon hatte, okay? So, einfach hier hinter anstellen. Digga. Einfach nur geil. So, okay. Wer interessiert sich nicht alles für mich? Okay. Ich zähl mal durch. Nee, Gorilla, so viel passen nicht in die Lobby. Interessiert sich wirklich hier keiner. Okay. Schön an die Seite, Leute. Schön an die Seite. Okay. Schön an die Seite.
damit der Verkehr, der Durchgangsverkehr weiterfahren kann. Nein, aber guck mal, Leute, ihr seht doch selber, so, was soll das, wisst ihr? Ich meine, wer mir dumm kommt, den komme ich erst recht um. Ganz ehrlich, was soll das? Motorräder gehen auch. Nicht auf die Straße stellen, Jungs. Bleibt am besten in euren Fahrzeugen. Es werden ja immer mehr hier. Hater würden sagen, die Leute, die da stehen, alle Bots. Ray, zähl mal durch. Denke mal, bei dir führt keiner mehr Mr. Unbekannt. Diese Warteschlange kommt Ray bekannt vor. Sieht aus, wenn man dann im Haus, sobald sein Vater bei der Arbeit ist. LOL! Interessiert ja eh keinen hier, ne? Digga, ich liebe diese Fans. Ich liebe diese Fans. Aber da seht ihr mal, wie beliebt ich bin. Okay. Gucken wir, wie viele noch fehlen. Okay, Leute, ihr stellt euch alle da an. Thomas, du kannst aus dem Passivmodus rausgehen. Macht euch her, Leute. So, okay. Ich erkläre euch jetzt, wie das Ganze abgeht. Ich steige bei euch als Beifahrer ein. Und dann dürft ihr hier vorne vor dem Tunnel, also vor Raids Mom, dürft ihr einmal reinhalten. Und dann lässt ihr einmal richtig den Motor aufrollen, okay? Dann lässt ihr mal den Motor richtig aufrollen. Und dann gibt ihr Volldampf im Tunnel. Da könnt ihr auch gerne eine Show abziehen. Stellt eure Fahrzeuge nicht direkt auf die Straße, okay? Dann dreht ihr eine Runde. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wie die Runde aussieht, die Krabbe macht. Und wenn ihr die Runde gemacht habt, stellt ihr euer Fahrzeug hier auf die linke Seite, okay? So, ich denke, alle haben es verstanden. Digga, seine IP-Adresse ist einfach HS. Geil. Okay, Leute, es könnte laut werden, falls ihr Kopfhörer drin habt. Hey, Trices, Grüße gehen raus, herzlich willkommen. So, okay, Leute, es wird laut.
War nicht schlecht. Alter Vater. Richtig laut. Alter Krabbe. Abartig. Krabbe, stell dein Auto direkt bitte an die Seite. Oh mein Gott. So, Leute. Merkt euch bitte die Autos und die Besitzer von den Fahrzeugen. Ich weiß, Raid, so viele Namen konntest du dir damals nicht merken, aber wir versuchen es auf jeden Fall. So, okay, nächstes Auto, wer ist das? Sniper. Sniper! Pass auf, Junge! Reiner MOC kannst du auch bringen. Oh mein Gott, Alter. Junge. Ja, das ist der Dominator. Habe ich Hellfire gesagt? Ich glaube nicht, oder? Okay, der nächste. Hunter Mods. Schöner Sound. Hab doch ein bisschen Mitleid. Direkt am Übertreiben wieder hier. War gar nicht mal so übel. Alter. Mir gar nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vorsichtig, vorsichtig. Bitte keinen Unfall bauen. Das ist der Imperator.
Vapid Imperator. Apokalypse-Version. Alter. Jim, einmal aussteigen und dann zusammen wieder einsteigen. Soll ich selber fahren, Jim? Jim, was ist wieder passiert? Hast du wieder Haare bekommen? Der hat beim Lenken aus Versehen die Kurve gedrückt. Hallo, Leute, bitte die an der Seite sind, keine Hupe drücken, kein Gas geben oder so. Eljota, Grüße gehen raus. Oh, schöner Klang. War sehr, sehr laut, definitiv. Wer ist das? Druckklick. Infernus Classic. Schön. Thank you.
macht jedes Mal die Tür zu. Klingt echt gut, ey. Leute, es kommt natürlich darauf an, was für eine Show ihr abzieht, ne? Nicht hupen. Bitte nicht hupen. Ich möchte nur eine Kleinigkeit erwähnen. Also, wir haben hier jemanden in der Sitzung, der denkt, der ist schlauer als Gorilla. Und der denkt, wir sind wehrlos. Aber bald wird jemand gebannt. Lasst die Einsatzfahrzeuge in Ruhe, bitte. Und schießt auch nicht rum mit der Laser. Flussfisch, habe ich gesehen. Hallo Gamer Online. Genau, das ist ein Hellfire. Nee, Nico, brauchst du nicht. Wir machen jetzt hier weiter, ist mir scheißegal. Ne,
Wenn die Cops weg sind, könnt ihr die Autos von der Straße fahren. Zur Seite fahren. Normal da. Nicht vergessen, Leute, merkt euch die Autos, ja? Look at that. Oh. Okay. Kann ich hier drauf? Jawohl. Oh mein Gott. Geht eigentlich. Seriously? Oha. Aua, das tat weh. You fucking asshole. Yeah, go in. Thomas, wohin? Thomas! Ich werde entführt! Why, hello, how you doing? How can I help? Okay, my friend, I'll take care of the LSPD. Leave it to me. No way!
Oh mein Gott. Wer ist denn jetzt dran? Ja, Greater. Heißt es, Leute. Oh ja. Alter, das ist viel zu heftig für die Ohren. Also ich kann jetzt schon mal sagen, ne? In circa 10 bis 20 Minuten dürfte ich eigentlich denjenigen haben, der dafür verantwortlich ist, was hier gerade abläuft. Dann werde ich denjenigen aber auch bannen, ne? Dann braucht man sich nicht zu wundern oder auch zu heulen. Jetzt bin ich gespannt. I'll kill you. No! Warum habe ich Cops? Nein. Lol, LM hat mich erledigt, alles klar. Bin ich hier gelandet? Ach du Scheiße. Ja, Simon, das war echt mies, ey. Das
war echt mies. Das war vor allen Dingen wirklich ein besonderer Stream. Ein heftiger Stream. Guck mal, die kommen alle mit. Digga, passen wir überhaupt hier durch? Schon laut. Lucy, du kannst auch durch die andere Richtung fahren, wenn du möchtest. Lucy, gib Gas. In meine Ohren. Wir kommen niemals durch den Tunnel. Also eins muss man dem Flussfisch lassen. Er hat sich echt die Mühe gemacht und den Kipplaster hier hingebracht. Ich bringe runter. Was macht der hier wieder auf der Straße? Das verstehe ich gerade nicht.
Ja, mach das. Behörden bestechen und die Autos wegfahren. Also Kopf schauen weg. Hallo Samir. Sehr gut, Jim. Die letzten Autos. Schön. Dankeschön, Rainer. Gamer. Leute, alle mal Destin Gamer in den Chat. Vielen lieben Dank für 5 Euro. Dankeschön. Grüße gehen raus an dich. Destin. Vielen lieben Dank.
Leute, alle mal Dels im Gamer in den Chat. Dankeschön. Ich kann nicht einsteigen. Dankeschön, Sniper, LM und Jim. Vielen lieben Dank, Jungs. Ja, ja, David. So, letztes Auto. Dann ist Schluss. Zum Gamer. Dankeschön. Ich feiere euch alle. Vielen lieben Dank, Dyson Gamer, für deine Unterstützung. Haut hier 2 Euro raus. Vielen lieben Dank, Leute. Alle mal Dyson Gamer in den Chat. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Okay, Leute, ihr habt alle Autos gehört. Alter, jetzt kann ich den Game Sound endlich runterdrehen. Alter Verwalter. Ihr habt alle den, ihr habt alle die Autos gehört. Jetzt ist es an euch. Stellt euch bitte ganz an die Seite und stellt euch auf das Auto, wo ihr meint, dass einfach das Fahrzeug das lauteste war. Hey, Schmidti. Warum bist du denn hier oben ganz alleine? Ich kann auch nicht mal einsteigen. Schmidti will nicht. Alter, meine Ohren. Oh mein Gott. Ach, guck mal hier. Komm auf Ehre. Alter! Was macht der Junge? Okay. Ja, der Weevil ist verfügbar im Shop. Das stimmt. Okay, Leute. Wir haben einen Gewinner. Es ist ganz klar Krabbe. Herzlichen Glückwunsch, Krabbe. Best of Show. Die lauteste Karre hat Krabbe. Den Frankenstrange. So, okay, Leute. Ich muss noch eine
Kleinigkeit jetzt hier machen. Wir müssen ganz kurz nochmal die Lobby wechseln. Alles gut, Rainer. Kein Problem, Schmitty. Rumfahren. So, bringt einfach irgendein Auto. Wir treffen uns kurz vor Los Santos Customs. Darf man beitreten? Ja, David, man kann immer beitreten. Jetzt kann man über Pausenmenü joinen. Der Fehler wurde behoben. Echt? Spiel beitreten, ja. Mega. Sehr, sehr geil. Darf man noch ein Fahrzeug mitbringen? Ja, Henry. Ich glaube ja, Simon. Warum hast du so viele Kometen? Ich habe eine Vorliebe für dieses Auto. Oh, sehr schön, Mitteilung folgt. Tretet bitte aus dem Motorradclub und CEO aus. Thema ist egal. Bringt irgendwas Schönes. You are.
Ist der Paria noch verwackt? Ich denke schon. Plagge. Was ist am Paria verbuggt? Der Heckspoiler. Rico K., herzlich willkommen. Das Motto ist egal. Leon. Lol. Ist da noch einer drin? Ich glaube nicht. Einmal Fahrzeug wieder einlagern, bitte. Wir alle hier. Guck mal, muss ich das nochmal sagen? Wem gehört der Pfälzer? Dem Pfälzer bitte einlagern. Kann man ein Auto auch reparieren? Sonst zerstöre ich jetzt den Pfälzer einfach und dann sehe ich ja, wem der Wagen gehört. Okay, Leute. Ist das ein NPC-Car? Sorry, Jungs. Bloß mich. Digga, seit wann sieht ein NPC-Car so aus? Auch mit der Lackierung. Das ist das Auto von Miss Baker, okay. Macht das hier. Soll ich dir mal zeigen, was ich von ihrem Auto halte?
Echt? Das wusste ich gar nicht. Lustig. Okay, Leute, let's go. Wer will, der kommt mit. Leute, danke an der Stelle nochmal für 172 Likes. Danke für die ganzen neuen Abonnenten. Edai, schön, dass du am Start bist. Na, Bock auf eine heiße Beifahrerin? Ja, schon. Mal gucken, vielleicht fährt uns ja eine über den Weg. Das Thema ist egal, Alter. Samia, was ist mit deinem Auto passiert? Seit wann bringen wir die Autos so hier hin? Das kannst du besser, das weiß ich. Dalgin, ich erlaub dir das. Mit Gorilla-Maske. Ehre. Kein Problem, okay, Samir. Was ist das denn hier für ein Jogging? Wo hat er jetzt ein Handy rausgezuckt? Guck mal, wo die das Handy jetzt gleich reinsteckt. Ab in die Kiste. Das ist doch kein Joggen, das ist Gehen. Guck mal, ich gehe schneller. Weißt du, wie ich schneller läuft?
in diesem Marsch eine neue Bedeutung. So, das müsste Dalgin sein, der jetzt hier Bilder macht. Also ich freue mich immer über Bilder von den Treffen, Leute. In Discord, Instagram, SchülerVZ, egal wo. Wurde noch gekruschelt. Digga, war der gerade nicht weiß, der Wagen? Ohne Witz, spul mal gleich einer zurück und guck mal bitte, der schwarze Benefactor hier. Der war gerade weiß. Henry, sieht doch schön aus. Rainer, Alter, was hast du denn hier für ein Porno-Auto gebracht? Das ist ja richtiger Zuhälterkiste. Oh, das sieht auch geil aus. Durch die Fahrzeuge. Wahnsinn. Guck da, da steht doch einer. Ich schwör's euch, Leute. Der Wagen, der stand doch gerade hier. Albo. Ohne Witz. Die wollen mich doch verkacken hier. Spult einfach gleich zurück, dann seht ihr das. Oh Mann. Oh, Samia, warte mal. Sorry. Komm. Uff, bleib stehen. So, jetzt hier. Ja.
Tiki Tiki, der zwei Niederrheiner. Grüße gehen raus an dich. Herzlich willkommen. Hoffe, dir geht's gut. Was geht, Ninja? Komm mal, hau rein. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Jan, du auch. Mach's gut. Elite Gamer, hau rein. Nicht vergessen, die Lichter einzuschalten, Leute. Dankeschön, Timo. Ich weiß nicht, Nico, du bist doch nicht seit gestern dabei. Warum steigst du noch auf ein Polizeiauto? Das verstehe ich nicht.
Die Beast, die Frage kennen wir. Dankeschön, Simon. Simon ist einfach der Undercover-Cop. Steht dir gut, Polizeiauto. Hier, ihr könnt gerne hier an dem Bananeneimer drumherum fahren. Wird das Spiel verlassen. Tschüss, Schmidi. Die Cops, die sind echt heute gut drauf. Schmidi, hau rein. Schön, dass du da warst. Lage nicht so öffentlich. Nicht so öffentlich. Aus welchem Land kommst du? Ich lebe in Deutschland. Wer ist das? Der Hellfire hier, vielleicht mal auf Seite fahren, damit Henry seinen LKW vielleicht da reinstellen kann. Ja, Eddie. Ja, habe ich gesehen, Simon. Perfekt. Perfekt. 180 Likes. Vielen lieben Dank, Jungs. Alles, nee, Plagge, wir müssen hier gar nichts abspielen. Bitte kurz einmal hier reinfahren. Wir sperren hier gar nichts ab. Sehr schön, Dalgin, das freut mich. Also hier passt vielleicht noch ein Auto zwischen. Dankeschön an den Kugelfisch. Henry, wie hast du denn hier reingepackt? Henry, du hättest einfach von Anfang an rückwärts hier reinfahren sollen. So, du bist ja von hier gekommen. Pass auf. Bananeneimer.
Bananeneimer haut hier 2 Euro raus. Vielen lieben Dank. Grüße gehen raus. Bananeneimer. Leute, alle mal Bananeneimer in den Chat. Vielen lieben Dank. Grüße gehen raus an dich. Dankeschön. Warum steht denn der Wagen so schief? So, und dann einfach hier so stehen lassen. Lass das Auto doch einfach stehen. Alles gut. Findest du es sinnvoll oder unnötig? Was denn, Leon? Da ist ein Kratzer. Ja, die Versicherung kümmert sich drum. Mikro, wenn man nur 50 Abos hat. Also ich sag mal so, Leon, das Mikrofon, das kannst du ja auch benutzen, wenn du mit deinen Freunden in der Party bist. Also von daher, ich find's schon sinnvoll. Und das ist jetzt, also vom Geld her ist das jetzt nicht die Welt jetzt, sage ich mal. Wenn du dir jetzt kein Mikrofon für 150 Euro kaufen würdest, würdest du, keine Ahnung, für 150 Euro vielleicht was anderes kaufen. So sehe ich das. Also ich investiere lieber in gute Qualität. Damit es mir persönlich auch besser gefällt irgendwo. Und natürlich damit ich Qualität abliefere. Ist ja unnötig. Ja, Leon, man kann das auch nicht herbei zwingen, ne? Das geht auch nicht. Das geht natürlich auch nicht. Gucken wir, was dein Vater sagt. Wie heißt das Lied? Steht oben links in der... oben links habe ich den Titel nochmal stehen. Hab jetzt sogar mit dem Raufen auch gehört. Oh, super. Ist doch perfekt. Siehst du, dann sparst du dir einfach einen Monat. Und dann kannst du dir das holen. Alles klar, Henry. So, okay, Leute. Nächster Spot, Fahrzeugbewertung. Andere Sachen sind erstmal wichtig. Ist in Ordnung, Thomas. So, sieh zu, dass... LOL. Warum haben die Räder sich wieder gerade gestellt? Hier passieren mysteriöse Sachen. Okay, Leute, hoffen wir, bleiben die Autos jetzt hier alle unversehrt. Dann machen wir jetzt auch eine Fahrzeugbewertung.
Scrum-Fragen nehme ich nach dem Stream an. Ich glaube, Toro hat gesoffen. So, ich hoffe, ihr seid alle startklar. Mamuli, ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Nicht schlimm, Leon. Wird noch viele Tage geben, wo wir alle zusammen zocken. Okay, Leute, es ist 3.45 Uhr Ingame-Zeit. Ihr habt Zeit bis 5 Uhr Ingame-Zeit, euch für das beste Auto zu entscheiden. Stellt euch auf das beste Auto, schaltet die Lichter ein. Lol. Es kommt keine Lobby mehr. Danach mache ich Schluss. Bin sehr, sehr müde. Konnte man nicht hier hoch? Nee, Timo, heute gibt's keine Party. Hä, konnte man nicht? Okay, dann nicht. Okay. Drei Leute hier. Da sind noch welche am Gucken. So, drei Leute hier. Vier Leute hier. Einer da. Einer da. Einer da. Einer da. Einer da. Einer, einer, einer da. Zwei. Oh. Hier stehen viele. Der Flussi. Okay. Wir haben einen Gewinner. Der Besitzer von dem Benefactor Schwarzer hier in Weiß. Ich glaube, das ist das Auto von Albo. Glückwunsch an dieser Stelle. Best of Show. Herzlichen Glückwunsch, Albo. So, okay, Leute. Ich hoste jetzt noch was für euch. Und dann mache ich Schluss.
So, okay, Leute, also. Ich mache jetzt Schluss an dieser Stelle. Ich danke euch vielmals von ganzem Herzen, dass ihr wieder alle da gewesen seid, für den ganz tollen Support, Leute. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch allen noch zusammen einen schönen Abend. Ich hoste jetzt noch für euch diesen Job. Ich mache jetzt hier Feierabend. Ich bin heute wirklich fix und fertig. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ich wünsche euch allen viel Spaß noch. Eine gute Nacht. Passt auf euch auf. Und ciao.